Verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zu einem neuen Kapitel unseres geliebten Let's Play Wolfenhain. Mit mir, eurem Let's Play Retro. Wir befinden uns in Schildfurten, die Stadt der Abenteuer und die Stadt der Liebe. Brun hat eine kleine Love Interest gefunden, der wir uns im Laufe des Spiels sicherlich noch weiter widmen werden. Und ansonsten streunern wir herum, suchen wahrscheinlich den Hauptquest, der sich wahrscheinlich möglicherweise hier im Ratsviertel verbirgt in irgendeinem dieser Häuser. Wir werden es vielleicht sogar in diesem Part herausfinden, ich hoffe allerdings noch nicht. Hier oben waren wir schon und haben den guten Mann von diesem Ausrufezeichen erlöst, das über seinem Kopf hing und ihn so ein bisschen nach einem World of Warcraft NPC hat aussehen lassen. Aber er hat noch einmal Glück gehabt und durfte wieder zurück in die Wolfenheiligkeit verwandelt werden. Bei all den üblen Vorkommnissen und Gerüchten ist es mir mittlerweile gar nicht mehr so unlieb, den Tempel des Arnor mitten in unserer Stadt stehen zu wissen. Als ehrbarer Bürger habe ich natürlich meine Meinung über so manche Manieren dieser Krieger, aber praktisch ist es schon. In dunklen Zeiten richtet dein Gebet zum Licht, nicht zum schwarzen Gott. Ja, ja, gewiss. Aber ihr Paladine seid ein gutes Stück weit weg. Die Arnor-Jünger hingegen sind direkt zur Hand. Vielleicht sollte das noch geändert werden, aber na gut. Die Paladine meinten ja, dass sie in ihrer Feste bleiben und... Das hatte ich jetzt auf jeden Fall nicht vor. Wir wollen wieder zurück zum Ratsplatz und jetzt bin ich natürlich wieder hier. Das ist natürlich ein interessanter Shortcut. Händler Asquin. Asquin? Ich zahle doppelt für alle Tierprodukte. Komm, zeig, was du hast. Und wenn du mir was ganz Besonderes bringst, zahle ich dir sogar den fünffachen Preis. Fünffach? Dafür verkaufe ich dir sogar die Unschuld meines Paladins! Hey. Die Unschuld ist für jemand ganz anderen vorbestimmt. Erwählter, was redest du? Unschuld? Erzähl, ich bin ganz Ohr, Gisulf. Schnattert mich nicht von der Seite an, wenn ich mit einer interessanten Anbahnung bin, Grünschnäbel! Ich zahle das Fünffache an denjenigen, der mir das Horn des weißen Tieres der Anmut bringt. Hä? Eine Ziege? Das Einhorn. Also ein Einhornhorn ist vermerkt. Ein Einhorn erlegen? Pack es ja nicht. Er hat gemeint, er zahlt doppelt so viel für alle tierischen Produkte. Vielleicht ist das der Händler, an dem wir nicht direkt alles mit einem Mal verkaufen sollen. Wolfszottel, das ist auf jeden Fall Eichhörnchen. Ist ein Eichhörnchen ein Tierprodukt? Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich meine, auf der anderen Seite bin ich auch kein großer Freund davon, rohe Eichhörnchen zu essen. Vielleicht sieht es bei euch anders aus, aber gib dem Kiemenatmer ein Panzerkleid. Auch die Fischschuppe, ich verkaufe ihm erstmal noch nichts. Na komm schon, irgendwas hast du doch bestimmt für mich. Aber noch nicht in diesem Part, es tut mir leid. Den Burschen kennen wir doch! Rakasok, Hüter der Flamme, Wahrer des Wissens, Erzzauberer des strahlenden Reiches. Und mehr gibt es dazu erst einmal nicht zu erfahren. Ah, ein Brett mit Nebenquests möglicherweise. XMSNCHT. Ein Steckbrief. Bringen wir uns den Kerl ein! Der läuft hier irgendwo als mein Bargelddepot umher! Aber er bringt doch gerade einmal 100 Gold. Ich musste jetzt gerade kurz nachschauen, was die Währung des Spiels ist. Es tut mir leid, aber wenn man mehrere RPG-Maker-Spiele spielt und dann auch noch durcheinander, da machen wir erstmal nichts. Da kann das schon mal passieren, dass man ab und zu mal nicht weiß, was die Währung des aktuellen Spiels ist, das man gerade aufnimmt. Der Faxenmacher soll endlich anfangen. Ihr Götter, was ist nur mit dem Narren los? Wir starren ihn schon grimmig und vorwurfsvoll an und er kommt trotzdem nicht in Stimmung. Der Narr ist so langweilig. Was ist denn los mit dem Typen? Der braucht doch bestimmt Hilfe. Sei lustig! Jetzt? So auf Anhieb? Einen Moment. Guck nicht so. Ich muss erst in die richtige Stimmung. Warte. Ein Witz. Also, ein Mann, ein Huhn und... Nein, warte. Autsch! Ich wünschte, sie würden etwas anderes zum Werfen entdecken. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir dem Knaben weiterhelfen können, aber ich hoffe es natürlich. Ich werde bei nächstbester Gelegenheit auf jeden Fall nochmal in mein Questbuch schauen. Aber nicht heute, nicht hier und nicht jetzt. Alte Frau. Hast du an den Einkaufszettel gedacht? Mann. Ja, Mutter. Lass dir bloß nicht wieder etwas aufschwatzen. Nein, Mutter. Wie deine Kugel wieder aussieht. Ich hatte sie dir extra zu deinem 40. Geburtstag geschenkt. Ja, Mutter. Erinnert mich ein bisschen an Seamus Skinner aus den Simpsons. Was wollten wir hier doch gleich?
vorgeblich suchen wir Wolle. Aber eigentlich sind wir nur wieder unterwegs, damit du schimpfen kannst, wen ich geheiratet habe. So ist es, du Nichtsnutz. Eine klassische Mutter und auch eine klassische Schwiegermutter zugleich. Händler. Sotanus. Kalimera, Reisende. Was kann Sotanus für euch tun? Ein Wort zu dir. Mir ist noch Einkauf. Das war's. Wir gucken uns erstmal an, was er so Tolles für uns hat. Ein Fruchtbonbon. Lecker, lecker Kinderleckerei mit ganz viel Süßem. Haarwuchsmittel. Fülle, Spannkraft und Fellglanz mit einem Schluck. Ich bin eigentlich schon fast versucht, das auszuprobieren. Wir kaufen uns einfach mal ein Haarwuchsmittel und ein Fruchtbonbon. Ich weiß nicht, ob wir diese Sachen jemals nochmal gebrauchen können, aber es ist eine geringe Investition. Und im Zweifel werden wir eine Menge Spaß damit haben. So, dann wollen wir natürlich noch ein Wort mit dem Händler reden. Du kommst nicht von hier, richtig? Ich erblickte das Licht der Welt unter der hellen Sonne des herrlichen Patras, Freund des Wissens. Patras? Eine der alten Städte der südlichen Lande? Die letzte Stadt des Südens und die einzige, die den Zug Arthurs des Feuerbringers überstand. Wie sprichst du über den großen Zug der Reinigung? Er verheerte unser Land, brach unsere Unabhängigkeit und zwang uns für Generationen unter eure alten Könige. Sie nannten sich strahlend, doch uns brachten sie nur sengende Glut. Klingt irgendwie nachtragend! Wäre ich es, wäre ich dann hier Gefährte des Scharfsinns? Stimmt auch wieder! Vermisst du deine alte Heimat denn gar nicht? Eure matte Sonne dringt nicht tief ins Herz, eure Niesel steckt mir zuweilen aufs Gemüt und euer nebligen Land beschwert mich. Vor allem jetzt, da der Nebel gerüchteweise so eine Gestalt angenommen hat. Aber am meisten fehlen mir die Pflanzen meiner Heimat. Den Lorbeer liebte ich vor allem. Lorbeer? Ich kenne mich im Reich der Pflanzen aus, aber so einen Namen... Du wirst weder den Namen noch die Pflanze selbst kennen. Ich habe sie noch nie in eurem Norden gefunden. Ach, ich wäre glatt bereit, einem Lorbeerbesorger eines meiner kostbaren Rezepte zu verraten. Ein Rezept? Gemacht. Worauf wir uns einlassen, entscheide immer noch ich, Küken. Jetzt wollte ich schon sagen, worauf warten wir noch, aber das war die APR-Reaktion und nicht die Gisov-Reaktion. Ein Rezept, ich bin ja schon so aufgeregt. Bin ich plötzlich verdickte Luft. Verdickte Luft ist natürlich auch gut. Sehr schön. Schmied. Die Aufträge reißen nicht ab und das Erz wird immer knapper. Hey, du hast Erz dabei, verkaufst du 20 Gold pro Klumpen? Nö. Ich verkaufe erstmal nichts. Aber so auf bessere Preise, wie... Aber noch mehr zahlt hier niemand. Naja, was darf's denn sein? Waffen schmiede ich, Rüstungen verkaufe ich. Kauf! Wir können ja mal kurz gucken, was er dabei hat. Schuppenpanzer, Lederpanzer, Hörnerhelm, bulliger Kopfschutz. Klingt aber nur für sich am besten auch... Wenn es die Geschwindigkeit um 5 Punkte reduziert... Ja, was man hier kaufen kann, ist wahrscheinlich in Ordnung, aber... Ich muss irgendwie zugeben, dass ich in den meisten Videospielen gar nicht so gerne bei irgendwelchen Händlern kaufe oder zumindest nicht bei den meisten, also die meisten Händler in Videospielen sind halt einfach Scheißhändler, muss man einfach so sagen. Ja, da findet man nichts, was man nicht auch auf den Reisen finden würde, oder aber es gibt ein paar spezielle Händler. Und ja, bisher ist mir noch keiner so wirklich ins Auge gestoßen, der hat es mittlerweile hierher geschafft, der mich jetzt irgendwie so beeindruckt hat. Das Bonbon und dieses andere Haarwuchsmittel haben wir ja schon gekauft und vielleicht werden wir irgendwann nochmal zum Schmieden kommen, aber aktuell fehlt uns dafür das magische Erz, eine Rune natürlich. Junge, ich bin der gewitzte Räuber und du der doofe Paladin. Nee, diesmal musst du den euren Paladin spielen. Wie bitte? Aber ansonsten gibt es da keine großartige Reaktion. Das ist wahrscheinlich kein Haus, durch das wir durchgehen oder... Nein, wir können auch nicht hinten lang gehen. Okay, gut. Haben wir jetzt also mit allen NPCs in diesem Viertel interagiert? Mit diesem Wachmann hier auf jeden Fall noch nicht. Wächter Heilmar. Der Ratsplatz ist der sicherste Ort der ganzen Stadt. Ha, den Strolch will ich sehen, der ausgerechnet neben dem Arno-Tempel Ärger anfängt. Ruhiger Posten, hä? Sagt das bloß nicht dem Schultheiß. Ich habe wenig Lust, in den Bruch versetzt zu werden. In den Bruch? Ach, hier unten geht's doch noch ein Fall. Was haben wir denn hier unten? Das sieht doch irgendwie wichtig aus. Sind es nicht prächtige Häuser, die unseren Ratsplatz schmücken? Okay, den spreche ich auf jeden Fall nicht so weiter. Es tut mir leid. Wer wohnt wo? Vorsicht, ein Mauerstarrer! Vorsicht, ein... Was? Wer wohnt wo? Dort neben die Ratsherren, das größte Haus direkt westlich von uns, gehört Anzweit. Sein Pelzhandler früher seit eh und je. Daran schließt sich das Haus von Ratsherr Egino an. Er ist der Einzige unter ihnen, der noch an der traditionellen Bauweise festhält.
und ganze Westenreihe und Ratze Helmold. Wenn ihr mit Korn oder Holz handeln wollt, stellt euch bloß gut mit ihm. Gleich östlich von uns wohnt Falk, seit er so eindrucksvoll zum Ratsherrn aufgestiegen ist. Inzwischen ist sein Haus das zweitgrößte. Wir scheinen auf jeden Fall einige Ratsherren zu wohnen, die wir hoffentlich alle plündern können. Schließlich wäre da noch Ratsherr Landbert, den findet ihr ganz im Osten der Ratsherrnstraße findet. Toll, was ich alles weiß, ha? Da sage noch einmal jemand tagelanges Rumstehen auf der Straße, zahlt sich nicht aus. Keine Ahnung, was das jetzt gerade für ein Dialekt von mir. Vorsicht, ein Mauerstacher! Keine neue Reaktion, aber hier klopft auch jemand an der Tür. Eine Wache, nein, die Wache steht. Ach, alles klar, jetzt sehe ich es. Ratsherr Answald braucht sich vor unerwünschten Besuchern nicht zu sorgen. Dafür sorgst du, richtig? Richtig. In dieses Haus werden wir also nicht reinkommen. Diese Häuser hier unten sind alle so extrem wichtig. Haushälterin, wir vom Ratsplatz kehren natürlich gelegentlich zusammen, was hier aus unseren Häusern kippt. Habt ihr mal gesehen, wie es im Bruch aussieht? Schauderhaft, diese Leute dort, schauderhaft. In den Bruch werden wir später auf jeden Fall noch reinschauen. Das Fass enthält zweimal Kräutersud und wir haben sogar etwas gefunden. Leer. Hör doch. Und auch das ist komplett leer. Wer verarbeitet denn Buchenholz zu einem Fass? Das hat aus Eiche zu bestehen, wie jeder weiß. Damit kenne ich mich absolut und überhaupt nicht aus. Aber vielleicht erklärt das diese Farbunterschiede. Ratsherrin Helmold ist gegenwärtig nicht zugegen. Oh, schade. Kein Problem, ich warte drin. Nur über meinen Besen. Schon gut, schon gut. Das erste Häuschen, in das wir natürlich nicht reinkommen, und ein Kätzchen Meerholz, genau. Sehr schön. Darauf habe ich das ganze EP über gewartet. Hausherrin Roswinde. Wer klopft denn diese ehrbare Pforte? Dämonen, Dämonen! Das ist doch... Wer so einen Hut trägt, hat die Verwechslung verdient. Aber wir kommen natürlich nur die Treppe rauf und nicht von der anderen Seite wieder runter. Nein. Können wir denn überhaupt in irgendeines dieser Ratshäuser hier hineingehen? Mehltraut. Stört nicht. Ich habe mich bereit zu machen, bis mein Herr wieder zurückgekehrt ist. Sieht schlecht aus. Geselle. Ich warte schon so lange, dass mir die Zahlen ausgegangen sind. Mein Meister wollte doch bloß wieder Erz von Landbert kaufen. Es heißt wohl noch weiter warten, warten, warten. Steht euch an, ich warte selbst. Okay, da werden wir natürlich ebenfalls nicht reinkommen. Und nein, wir möchten den Ratsplatz nicht verlassen, aber so konnten wir uns wieder zurück teleportieren. Hier unten scheinen wir dann komplett fertig zu sein, also erstmal in das linke Haus hier hinein. Das sieht groß und wichtig aus und als ob wir hier Glücksspiel betreiben könnten. Oder es ist ein Tempel. Geweihter, Amulette, Ringe, Kettchen. Alles genauso magisch, wie du es dir gerne vorstellen möchtest. Ich garantiere... Oh, Gisulf, du bist wieder in der Stadt. Wie verändert das sich anscheinend nicht? Echtes Walhorn? Vor allem Talmeerbesitz. Oh. Deswegen also diese ganzen Würfel. Natürlich. Deswegen auch der Gott des Glücksspiels. Er muss es eigentlich auch gleichzeitig sein, auch wenn Gisulf bisher noch nicht besonders viel gespielt hat. Und mach bitte die Haare von Mehltraut, der dummen Gans, fettig und strähnig. Sie soll schon sehen, was sie davon hat, mir Auto ausgespannt. 1 bis 3 Niete, 4 Branntwein, 5 Schlafpulver, 6 eine Überraschung. Ich will die 6 haben. Spende dem Gott und ernte dein Glück. Betreibt ihr immer noch das alte Spiel? Es ist beliebter denn je zuvor. Gib Gold in den Opfertopf und würfle mit einem Würfel deiner Wahl um dein Glück. Der Einsatz beträgt 15 Gold, die Gewinnmöglichkeiten stehen an der Wandtafel. Drücken wir jetzt einfach so lange, ich werde mich hier erstmal weiter umsehen. Wir werden es dann natürlich noch probieren, natürlich der Gott des Glücksspiels. Und das werden wir auf jeden Fall auch noch probieren. Ich will die 6 würfeln, ich will die Überraschung haben. Und so hält es sich drei mehr in Schatten und in dunkler Nacht und schlicht zur Heimstatt des Alten. Was ist das? Du wirst doch wohl schon einmal von Timers göttlichem Streich gehört haben, Jungchen, hä? Hä? Bist du deinem Stein aufgewachsen? Es ist die Geschichte, wie Timer dem Gülden in den Adler stahl. Eine solche Geschichte gibt es nicht. So, und was steht dort hinter mir? Der anmaßende Unfug der Geringen. Das heilige Tier... Verzeihung. Das heilige Tier des Gülden ist und war seit jeher der Schwan. Klar, der wurde es, als ich Timer den Adler mopste. Der Schwan war schon immer das heilige Tier. Das erzählt man unter euch Paladin. Schon immer. Du meinst, der Gülden hätte nie Interesse am König der Lüfte gehabt? Vor allem am König der Lüfte? Schon immer. Bleibst du jetzt bockig? Schon immer. Komm weiter, Trotzkopf.
Der sieht irgendwie wichtig aus. Wir reden erstmal hier mit diesem Betenden. Wenn der nächste Geschäftsabschluss keinen Gewinn abwirft, oh Hüter des Glücks, steht es schlimm. Ich hoffe, meine Tempelspende war erfolgreich. Der Liebhaber meiner Schwester versteckt sich also eilig im Schrank, als ihr Ehemann nach Hause kommt. Und was passiert? Ihr Mann erzählt ihr einen Witz und der Idiot im Schrank kringelt sich vor Lachen. Bitte macht, dass sich mein Liebhaber seinen absolut fehlenden Sinn für Humor bewahrt. Die Helden sind aber die zweite von drei wirklich blöden Anekdoten. Hast du etwa gelauscht? Ivo! Ich liebe diese Anekdote. Ich hoffe, die können wir uns dann alle hinterher noch im Tagebuch durchlesen. Hochgeweihter Radbold. Der sieht aus wie, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, es war einmal das Leben und diese ganzen anderen Serien, die es dazu gibt. Da gibt es ja mit Weltraum und mit Amerika und mit die Geschichte der Menschheit. Aber es war einmal das Leben, kennen wahrscheinlich die meisten. Da gab es ja, da gab es diese Viren. Diese Viren sahen irgendwie genauso aus wie dieser Typ. Vielleicht gab es dieses Facet auch schon mal in der Allreise und ich habe genau denselben Spruch schon mal in der Allreise gebracht. Weil ich habe gerade irgendwie so ein kleines Déjà-vu-Erlebnis, aber könnte mir auch nur so vorkommen. Seid gegrüßt im Hause des deinen Spenden immer schätzenden Teilmeer, gewiss freigebiger Fremder. So fremd bin ich hier nicht. Was ist eigentlich mit dem alten Hochgeweihten passiert? Er musste feststellen, dass seine Geschäfte in dieser Welt vollständig beendet sind. Also hatte er ein Einsehen und verschied umgehend. Klingt ganz wie die traditionelle Postenübergabe nach Teilmeer. Am Ende wurde er zu vertrauensselig. Er hätte seinen Nachttopf kontrollieren sollen. Seinen Nachttopf? Ich bin sicher, er war überrascht, wie originell sein auf die Nachfolge warten und ergebener sein könnte. Sag mal, du bist doch ein Kobold, oder? Ich bin ein Mensch, Dickwanz, ein Mensch! Du hast recht. Das ist unverkennbar. Da ist unverkennbar Koboldhaftes in seinen Zügen. Gerüchte! Infame Gerüchte über die Ehrbarkeit meiner Mutter, die nie von einem Kobold verführt wurde. Ein Kobold ist klein und ich bin groß, groß, groß. Ein Kobold also. Genial. Die Helden erhalten 20 Erfahrungspunkte, weil sie herausgefunden haben, wie man jemanden erfolgreich aufregt. Und wie laufen die Dinge, wenn man noch ganz so neu im Amt ist? Was soll dieser vertrauliche Ton gegenüber dem höchsten Priester deines Gottes, Abenteurer? So dünnhäutig wie du bist, liegt doch garantiert was im Argen. Naja, es ist ein wenig peinlich. Wir wurden bestohlen. Ausgerechnet der Tempel des Gottes der tausend Gelegenheiten wurde selbst ein Opfer von Dieben. Nicht so laut. Wie stehe ich da, wenn jeder mal darüber schwatzt? Dieses Ungemach muss schnellstens enden. Also, als treuester Diener des Tempels stehe ich natürlich zur Verfügung. Vermutlich gegen eine kleine Aufwandsentschädigung. Natürlich! Du bist ein wahrer Jünger unseres Gottes. Sei erfolgreich und empfange vom Tempelschatz. Also höre. Irgendjemand hat die vergoldenen Lettern an der Tempelmauer gestohlen. Beschaffe sie wieder und finde heraus, wer dahinter steckt. Ich brauche einen Namen. Was hast du vor, wenn du den Täter kennst? Kommt drauf an. Entweder wird der Täter bestraft oder als Novize aufgenommen. Wie bitte? Was? Ich glaube, du entwickelst dich zu einem würdigen Nachfolger deines Vorgängers. Aber ist doch klar, ne? Warum sollte man jemanden nicht in den Tempel aufnehmen, der scheinbar über ganz hervorragende Fähigkeiten des Stehlens verfügt, wenn scheinbar dieser Gott des Stehlens und so weiter und des Glücksspiels und keine Ahnung, für was dieser Gott alles genau steht. Gisulf hat es wahrscheinlich irgendwann mal erklärt, aber das ist wahrscheinlich schon wieder viele, viele Kapitel her. Ja, aber ich finde das trotzdem cool, wie das ja alles angebunden ist. Wirklich sehr, sehr cool. Hör mal, Teilmeer, ich denke, wir müssen reden. Du hast es sicher schon gehört. Natürlich hast du das, großer Gott der Glücksritter und der einträglichen Geschäfte. Das mit mir und dieser erwähnten Sache geht nicht gegen dich. Wirklich nicht. Du bist mein Gott und ich dein treuer Diener. Also in deinem Sinne treu. Na, du weißt schon. Der Güldene hat mich einfach nur gemietet. Ja, genau. Es ist bloß ein Geschäft, verstehst du? Da ist also wirklich nichts, weswegen du ärgerlich sein solltest. Du und ich, wir gehören zusammen. Sehr schön, ein kleines Glaubensbekenntnis von Gisulf, was auch tatsächlich seiner Religiosität Charakter verleiht. Aber ich bin nicht überrascht, denn wir haben ja ein Trollspiel vor uns, also deswegen. Tja, also das war's eigentlich, was ich sagen wollte. Und ich bin wirklich froh, wie entspannt du damit umgehst. Falls dir die Sache noch irgendwie krumm im Magen liegt, gib mir einfach ein Zeichen. Einen Blitz in den Hochgeweihten oder so.
Du weißt, ich hör zu. Tja, dann, das wär's erstmal. Alles Gute, dein Gisel. Cool, jetzt würde man einen Brief schreiben. Einmal Tempelputzen gewährt 5 Kunsteinheiten. Und weil kein Unrat auf dem Boden liegt, finden sie offenbar regelmäßig ein paar Blöde. Erwählter, zweifelst du eine Versprechung in der Gewaltschaft eines Gottes? Jungchen, Timer ist der Gott der trickreichen Gelegenheiten, nicht der Allfeind der Fussel. Die Geweihten sind Heretiker? Sie sind tüchtig, Brun, sie sind tüchtig. Und beim Besen, ja, okay, das selber. Gut. Das hatten wir gerade eben schon. Da will ich jetzt tatsächlich noch einmal versuchen, ob ich vielleicht irgendwie glücklich sein kann zum Ende dieses Parts hin. Ich spende einmal 15 Gold. Wähle deinen Würfel. Der mit der 6. Ach, ich kann mal das aussuchen, oder was? Eine 4. Dein Gewinn, Freund des Glücks. Ich meine, es ist immer noch besser, als nichts gewonnen zu haben. Einmal Branntwein. Braucht man zum Brauen und ist deswegen auch die 15 Goldmünzen wert. Okay, es ist auf jeden Fall egal, welchen Würfel wir nehmen. Warum habe ich jetzt ausgerechnet den mit... Eine 6! Ja! Hauptgewinn, Freund des Glücks! Moment! Ist diese nun hier die... Verdammt, ich hätte davor speichern sollen! Scheiße! Ist diese hier nur die Schachtel mit 60 Gold oder ist es die leere? Ich weiß es selbst nicht. Aber ich sage dir was, ich gebe dir hier und jetzt 30 Gold, wenn du die Schachtel nicht nimmst. Ich nehme die Schachtel. Oh, es war die leere Schachtel. Oh, das ist ja doof. Der Hauptgewinn ist also einfach noch das viel größere Glücksspiel. Naja gut, wir haben heute alle eine Lektion gelernt. Glücksspiel lohnt sich nicht. Ich werde dann beim nächsten Mal F12 drücken. Und jetzt weiß ich auf jeden Fall auch, dass Timer das Tree-Force-Symbol als Symbol seiner Macht hat. Ich würde mich wie immer über einen netten Kommentar und einen Daumen nach oben freuen. Und da würde ich einfach vorschlagen, geht es in der nächsten Folge, im nächsten Kapitel von Let's Play Wolfenstein, natürlich hier im Tempel von Timer weiter mit der Erkundung von Schildpfoten. Bis zum nächsten Mal.